Und weiter geht's hier auf dem Planeten Namek mit unserem Superhelden Son Goku. Willkommen zurück, Freunde, zu Dragon Ball Z Legacy of Goku. Ja, ich habe mich jetzt so entschieden, nicht dran und so weiter. Ich werde jetzt offscreen nicht trainieren und die Pause ein bisschen kürzer halten, sprich schon 20 Minuten zu, aber nicht mehr so Überlänge. Weil das Spiel selbst wird eh nicht mehr so lange dauern. Ja, nochmal so ein bisschen alten Spielchen auf dem Game Advance angeguckt und so, und es ist dann echt schon bald mal wieder vorbei. Wow! Aua, der Tempel, ja, haben wir schon gesehen. Aua! Wow, überall Freezers Truppen. Mann! Arschen hier? Wollt schon sagen. Du, ein Viertel Gesundheit. Oh Mann, ist das ein Polunga hier hinten? Tatsächlich, ey. Sieht das irgendwie so ein Drachenkopf-mäßig, Polunga-mäßig? Mäßig. Oh Mann. Trotzdem Wahnsinn, wir sind schon eigentlich so ein hohes Level und trotzdem macht die Typen noch so ein Damage auf uns. Wann das gerade? Deswegen lag der Grafikbug schon wieder. Nach oben taucht nicht auf, nach unten ganz kurz. Das ist doch nicht schön, Leute. Will ich tragen, okay. Wow, ein alter Tempel, ja, sagt er schon wieder. Und das letzte Mal zu Kuckuck. Mann, komm näher. Aua! Da war es in die Clipping vielleicht ein bisschen doof. Mann! Komm her, ich hau die eins auf die Rübe. So. So ein Trottel. Aber eben ist halt ein gutes Training, oder? Von dem her. Wir können es gar nicht tragen. Eine Schnauze hier. Und die Nase juckt schon wieder. Ich muss mal aufnehmen irgendwie. Keine Ahnung wieso. Hä? Eine Harnspitze getroffen oder was? Hier bin ich! So. Gebe trotzdem noch relativ, viele Punkte von dem her. Kann man das hier machen? So, wie sieht es sonst noch aus, bevor ich in den Tempel reingehe? Hat es hier noch irgendwas Interessantes? Kann ich da wieder noch hochfliegen? Haben wir jetzt auch nicht versucht. Jetzt mal eher weniger. Nö. Aber hier könnte es doch klappen. Hui! Oh, verdammt. Wow! So. The next, please! Voll in die Fresse, ja, das mögen sie nicht. Ich nehme Sonnentag echt geil. Wow! Nur doof, dass nur Goku beherrscht. Also vor allem Legacy of Goku 2. Da hat halt jeder ein bisschen seine spezifischen Attacken und so, natürlich abgesehen von normalem Keyblaster. Aber dort beherrscht Goku ja auch einfach mal gegen Kidama und von dem her. Viele Gegner hier. Hallo, Goku! Master Kaio? Deine Freundin Tenshinhan, Yam Chu, Chao Sun, Piccolo sind bei mir. Ich trainiere sie hart und bringe ihnen Witze bei. Wenn Gohan Kalim Freeze und seinen Kumpanen Dragon Balls abnehmen, können wir Piccolo wieder wecken und die irdischen Dragon Balls kehren zurück. Ich hab's noch nicht gesehen, hoffentlich ist alles okay. Du, ja, das hoffe ich auch. So. Verdammt!
Trottel! Was? War 4 Schläge? Was ist denn das für ein Arsch? So, noch mehr Kräuter, dankeschön. Lass mal in Ruhe, bringt eh keine Punkte mehr. Also, wird schon bringen, aber halt nicht genug. So, Kuckuck! Der mag keinen Kuckuck, wa? Cheese! Komm schon, jeder mag Cheese, vor allem auf dem Burger. Ah! Ich lache ein bisschen fies, aber naja. Ne, fies ist eigentlich nur Freezer, wa? Tschüss! So, mal ganz kurz. Hello sagen! Oh, verdammt. Hm! Aha! Wow! Aua! Keinen Schaden gemacht. Level 16 reich! Geil! Wir werden langsam aber sicher stärker. Was denn der? Ach stimmt, ich muss gerade hier bringen. Genau, hat er gesagt. Also der einer der Typen von unten, oder? Von wegen die 3 Kristalle und so muss zurückbringen, dann sind wir cool. So. Der geht auch in die Haie. Eine magische Bohne! Yeah, Mann! Dann nimm sie auf, dankeschön. Du bekommst ein magisches Artefakt. Ja, ich muss sagen, trotz allem, das Spiel macht Spaß. Und von dem her, wenn man es hier weiß, wie es weitergeht, ist es dann schon eine sehr, sehr große Vorfreude. Auf Legacy of Goku 2, zum einen ist das Spiel sehr, sehr, sehr viel größer. Also, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist es mindestens 3-mal so groß, wenn sogar 4-mal. Weil du halt die ganze Erde noch erkunden kannst und so weiter und ja, halt mit allen Charakteren, also wirklich jeder Charakter, den man dort spielen kann, sind ja wollen wir ganz kurz. Das sind gerade 6, wobei der 6 ist ja ein bisschen spezieller. Und trotzdem ist halt der echt viel umfangreich, wegen Charakter. Kannst du einfach mehr erleben. Und ganz ehrlich, die Seelsage ist sowieso viel geiler als die Freezer-Sage, oder? Einige Kräuter. Hallo, wir brauchen eigentlich noch 39. Nur 39 nur noch? Alter, geht das hier schnell. Und das Rote. Servus, ich fliege mal runter. Ich bin Son Goku, Hilfe, wir sind gebracht. Scheiße. Ah. Jetzt sieht trotzdem so viel ab. Ich kriege eigentlich nicht so Verteidigung. Ja, ist übrigens auch besser im Nachfolger dann, dass ich mal richtig die Statuswerte. Also, mein, hier siehst du praktisch nichts, oder? Von wegen, wie sieht es aus? Mein Level Erfahrung, nächstes Level, okay, aber wo hat er wie viele Punkte und so weiter? Das sieht man alles erst im Nachfolger und da kann man spezifisch noch trainieren und so weiter. Ich glaube, hat der Goku da sogar so weit, dass er volle Ki hatte und alles mögliche, also war echt ein bisschen heavy. Ich erinnere mich, das maximale Level sowieso 50 dort. Nicht 20, wie es noch hier ist. Wobei, gibt ja irgendwie Sinn, oder? Ich meine, so Seelsaga. Ich glaube, Goku sogar startet sogar auf Level 20 irgendwie. Hm. Naja, ich will es nicht mehr verraten. Das ist mal so ein kleiner Ausblick halt noch. Allerdings, wie schon gesagt, wann ich halt Legacy of Goku 2 Let's Play, kann ich noch nicht sagen. Das hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, wie es aktuell an Let's Plays aussieht und so weiter. Wir müssen gucken. So, einer dürft noch kommen. Haut ab, das lebst du also selten. Nein! Mann! Goku! Level 17, geil! Ich überlege gerade, ob ich hier noch bis Level 20 trainieren soll. Nee, das Max machen wir Level 18. Mehr mache ich jetzt hier nichts.
Und am Rest müsste ich dann durch die folgenden Kämpfe sowieso noch schaffen. Abgesehen davon, ja, jetzt hat es sowieso etwas länger. Ja, das ist auch so etwas. Hier komme ich durch natürlich, aber hier nicht. So. Der nächste Arsch. Sonnentacke sind immer echt fies, ey. Aua! Arsch mit Uhr, ne. So, mir fehlt doch irgendwie noch ein Artefakt, oder nicht? Waren noch drei? Hä? Schmeck ich jetzt total? Waren es nicht drei Artefakte, meine gefiedenen Freunde? Hat links eins, rechts, in der Mitte war keins. Waren es doch nur zwei? Ich bin verwirrt. Hier oben war ich auch überall schon. Ja. Verwirrung pur. Over 9000 sowas in der... Ah, Mann! Das war es wohl nicht mehr, wa? Doch, ganz knapp. Geil. Und trotzdem schon 40 Punkte, ey. Das ist doch geil, Mann. Wobei, andererseits 40 Punkte. Wenn man nur fliegen kann, ist gerade sehr viel. Ja, sie unten war ja schon überall, wa? Ja, definitiv gucken wir mal rein, wa? Mal gucken, was da drin los ist. Wo überhaupt das dritte? Da waren es doch nur zwei. Ich bin da gerade ein bisschen verwirrt. Und das ist wohl Piccolos Vater! Ne, sieht nur einer aus. Mit dem Einstern Dragon Ball. Bin voll oder war nicht ganz, hä? Der füllt komplett auf. Nur 20 scheinbar. Ja, aber weiter jetzt. Hä? Oh verdammt, wie war das schon wieder? Ja, ich überlege gerade. Ah, so, okay. Sei großzügig zu deinen Brüdern und die Ehre wird dein sein. Okay. Was macht ihr hier, Penner? Ihr dürft nicht hier sein. Eine freundliche Begrüßung. Ebenfalls. Sei Freunde seinen Brüdern. Ich glaube, Freezer Tupper hat das ein bisschen missverstanden. Oder eine andere Sichtweise darüber. Mann! Geht doch. Na, hier war es der große mein Grüner und hier wird dein sein. Okay, mit dem falschen abgebogen. Kuckuck! Ein richtiges Stehaufmännchen hier. Aua! Meine Fresse, ey. So, ich weiß, ich habe drei magische Boden wieder gerne für den Schluss aufbehalten, weil ich habe Freezer ziemlich stark in Erinnerung. Vor allem natürlich ohne Super Saiyan Power. Einschlag reicht trotzdem noch nicht, wa? Mann! Ein Rätsel, das ist der zweite Finger, der Zeigefinger, der nach rechts zeigt. Okay, vielleicht muss ich sogar hier abbiegen oder sehe das nachher. Verbannt sein jene, die ihr Dorf im Stich lassen. Jo, hat was. Nein! Ah! So. Verbannt sein diejenigen, die den Helden angreifen.
Nur mal seine Mission behindern. Da ist ein grüner Porter. Den hatten wir ja schon, da war ja eh nix. Da hatten wir noch einen blauen. Aber zeige da durch, wa? Na, nimm einen roten. Nein, ich bin verloren! Ja, ist er wirklich. Den gelben. Oh Mann, ey. Okay, der gelbe ist fehl, haben wir auch schon gemerkt. Der ist noch Fehler. Die wollen gar nicht mehr trainieren. Hier, wenn natürlich alle mir im Weg stehen. Hallo. Dann muss ich sie eines Besseren belehren. Nimm mal. Jetzt halt da lang. Unten ist keiner, bloß der. Wow! Verarschen hier? So, mein richtiger Hieb. So. Nehmen wir einen grünen. Ja, jetzt grün und blau, schön. Dann bin ich wohl richtig. Wow! Kann ich richtig gesehen, na komm, was soll's. Jetzt seid ihr dran! So. Sobald du dich mit deinem Schicksal abgefunden hast, kann dich nichts mehr aufhalten. Das ist ja schön, du bist gerade in die Hand eingeschlafen, frag mich nicht wieso. Der führt das zum Eingang zurück, schätze ich jetzt einfach mal, oder zumindest irgendwie logisch. Oh Mann, ey, was ist denn hier los? Hübscher Finger. Ja, die Schmach dich ewig verfolgen. Klingt ja gerade sehr aufmunternd. Bedenke, dass ein verschmähter Jugendlicher einmal einem Feind werden könnte. Oh. Was ist Sprüche, Eva? Lass mich doch alle in Ruhe! Dann ist auch nichts los. Hm? So. Ja, war der Level 19 schon. Scheibenkleister, ey. Boah, natürlich trifft er mich. Da haben wir einen gelben Porter. Alter, verstehe die ganzen Zeichen hier nicht. Nehmen wir den blauen, wa? Ja, sind am Anfang oder wie? Ich überlege gerade, gab es nicht irgendwie sogar ein Muster, das ist irgendwie, aber ich überlege gerade welches. Verbannt sein, immer stark im Stich ließen. Nehmen wir den blauen, aber noch gar nicht. Nehmen wir bitte zurück. Hä? Verarschen? Also, wir haben zuerst mal weiß, wa? Ja, ich weiß. Das ist scheinbar der richtige. Da müsste grün der richtige sein. Auf irgendeine komische Art und Weise. Blau vielleicht? Weiß, grün, blau. Blau wohl eher weniger, oder? Jetzt sind einfach alle Farben. Weiß, grün, blau. Und die nächste logische Reihenfolge wäre rot. Was? Orange? Keine Ahnung. Guck.
Level 19 erreicht. Das zweite des Levels, nächstes müsste eben 20 sein. Boah, ist auch nicht richtig. Das gibt's ja nicht, ey. Da müssen was. Sehe ich in den Markierungen drauf? Nicht. Also hier ist ja dann nichts, Leute. Also orange war fehl. Hm, nimm mal gelb, wenn es irgendwo einen hat. Tschüss. Wieder zurück hier? Nö. So ein Einwegporter. Aber hier oben geht es ja auch nirgendwo weiter. Und ich schätze mal, fliegen geht hier auch nicht. Überlege, hat aber den Tempel echt zu verwirren in Erinnerung? Nee, eigentlich nicht. Speichern mal ganz kurz. Weil sonst so doof, ey. Aber heilen will ich mich auch nicht, will mir erstmal ein bisschen umgucken. Mach ihm noch zwei Schläge. Und nicht am Anfang, der Tempel ist verwirrender denn je, Leute. Im nächsten Part geht's hier weiter. Ich muss jetzt mal ein bisschen da überlegen, ob ich irgendwas übersehen habe oder so etwas. Weil eigentlich war der Tempel ziemlich logisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut, ich meine, hier ist klar, oder? Hier gibt es noch einen Porter. Aber es ist nach. Da muss irgendeine bestimmte Reihenfolge sein. Ich habe sonst nichts gesehen, irgendeinen Hinweis. Wegen, ja, weiß, gut, da geht's weiter. Aber welche Farbe dann? Da muss irgendein System dahinter stecken. Ja, bis dahin. Tschüss.